So, ein Monat ist wieder um und es ist wieder Zeit, ja, euch an meiner konkreten finanziellen Situation teilhaben zu lassen, insbesondere dem, was ich durch mein Projekt Raw Spirit verdiene. Guten Morgen! Auch für alle neuen Abonnenten nur noch ganz kurz der Hinweis, dass ich eben jeden Monat meine Einnahmen mit meiner Selbstständigkeit hier als Weltverbesserer poste. Aus zwei Gründen. Erstens Offenheit und Ehrlichkeit. Nur so können wir wirklich voneinander und aus den Erfahrungen der Gegenpartei jeweils lernen und auch die geistige Evolution der Menschen vorantreiben. Und zweitens, viele spielen mit dem Gedanken, sich online selbstständig zu machen. Und da hilft es einfach mal ganz konkret, ja, jemanden in die Zahlen schauen zu können. Zumal die Einnahmen, die ich mit Raw Spirit generiere, quasi zu 100% von euch kommen. Das Geld, was ich verdiene, ist von euch generiert, direkt oder indirekt. Und entsprechend werde ich auch nicht müde zu sagen, danke, danke, dass ihr meine tägliche Arbeit anerkennt, dass ihr sie wollt und mich in welcher Art auch immer unterstützt. Und wer weiß, eventuell kann ich irgendwann von diesem Projekt zu 100% leben und ausschließlich das tun, was ich liebe, um meinen Lebensunterhalt zu sichern. Das ist in unserer Gesellschaft, das muss man auch immer wieder sagen, nicht immer möglich. Und pauschal zu behaupten, tu was du liebst und irgendwie wirst du das benötigte Geld erwirtschaften, das ist meiner Erfahrung nach unrealistisch und lediglich ein, ja, ein netter Slogan, um Business-Starter-Kurse und teilweise überteuerte Beratung an die Frau oder an den Mann zu bringen. Es ist möglich, ja. Aber etwaige Umstände können einen daran hindern. Nur dann muss man eben so weit wie möglich das tun, was man liebt. Und diese Aussage, die finde ich viel zu selten. Ne? Es gibt immer nur tu, was du liebst, zu 100%. Ne? Das sollte man anstreben. Aber wenn es nicht möglich ist, ne? Wenn man im Rollstuhl sitzt und wenn man Sprinter werden will, dann gut, kann man in den Rollstuhl sprinten. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Es ist einfach oftmals einfach nicht möglich. Und das muss man anerkennen. Um in Deutschland als Selbstständiger zu überleben, brauchst du nach meiner Einschätzung 800 bis 900 € monatlich. Ja, brutto. Und wenn du noch ein Kind hast, was du entweder selber versorgen musst oder wo du Unterhalt zahlst, dann werden es wohl so ungefähr 1200 € brutto sein, was man braucht. Das ist zumindest meine Einschätzung. Was ich zur Altersvorsorge halte, was ich davon halte, das oben in den Infokarten, weil das kommt dann wieder, ja, da kannst du ja gar keine Altersvorsorge machen. Oben Infokarten. Und ja, mein Ziel ist es eben in diese Dimension mit diesem Projekt Raw Spirit zu kommen, um weiter wirklich komplett frei und ja auch lustvoll arbeiten zu können. Denn seit Februar diesen Jahres, also seit ich alleine auf meine Selbstständigkeit mit Raw Spirit fokussiere und keine anderen Einnahmen mehr habe, bekomme ich auch aufstockend, um das Existenzminimum zu erreichen, Geld von der Arbeitsagentur, die ihrerseits natürlich auch gerne mich schnell wieder aus ihrer Kundenkartei haben möchte. Ich kenne das selber, ich war Arbeitsvermittler, ich saß schon auf der anderen Seite. Und ja, da auch jetzt zu Recht immer mal anklopft, wie es denn nun ausschaut mit diesem Weltverbesserungsscheiße und warum ich als Diplomkaufmann nicht einfach mich wieder hinter irgendeinen Schreibtisch hocke und ja, Bilanzen bearbeite. Also dann, was habe ich diesen Monat verdient und vor allem ja, wie habe ich dieses Geld verdient? Die Grundlage meiner Arbeit sind natürlich die täglichen Videos, die aus der Motivation entstanden sind und sich davon auch nähren, das Leben der Menschen zu verbessern, indem sie ja, durch meine Videos bewusster werden. Weil nach meiner Überzeugung lösen sich alle Probleme auf dieser Welt auf, wenn die Menschen einfach nur bewusst sind, was sie tun, was die Konsequenzen ihres Handelns sind und was Leben tatsächlich bedeutet und wie erfüllend Leben ist, wenn es mit Liebe gelebt wird. Bei diesen täglichen Videos erlaube ich YouTube Werbung zu schalten, wo ihr die Möglichkeit habt, mit einem einfachen Klick auf die Werbung ja, das Geld der werbenden Unternehmen quasi in meine Tasche zu transferieren. Natürlich nur, wenn euch die Werbung irgendwie interessiert, muss dazu gesagt werden. Davon macht ihr immer mehr Gebrauch. Das sehe ich und dafür einfach ein Dankeschön. Ähnlich viele Einnahmen wie aus der YouTube Werbung bekomme ich von Patreon. Das ist eine Plattform für die, die es noch nicht wissen, wo sich Menschen registrieren können, die andere Menschen finanziell in ihren Projekten unterstützen. Ein sogenannter Patron des Projektes werden. Das beginnt schon mit $1 pro Monat, aber ja, damit zeigt man einfach, dass man die Arbeit, die eben meist auf freiwilliger Basis angeboten wird, wertschätzt und unterstützt, so denn man selbst auch in der Lage ist, die oder den entsprechenden Menschen ja, wirklich auch zu unterstützen. Ja? Also das kommt immer dazu. Link zu dem ganzen Patreon, das findet ihr unten in der Infobox und vielleicht kann man das auch irgendwie hier noch verlinken. In diesem Zusammenhang habe ich auch als ein kleines Dankeschön jetzt eine Facebook-Gruppe gegründet,
für meine Patreons, um da noch etwas persönlicher in Kontakt mit mir zu treten. Aber ja, es gibt auch Menschen, die einfach mal ganz oldschool per persönlichen Brief ja, mir ihre Unterstützung zuteil werden lassen. Ne? Und ja, da besonderen Dank diesen Monat an Melanie und Gerhard über die echt tolle und nette Karte und die mich wirklich emotional sehr berührt hat. Und natürlich auch den Inhalt. Aber auch all die Menschen, die einfach ja, per PayPal oder über Überweisung mir eine Unterstützung zukommen lassen, die möchte ich, da möchte ich mich an dieser Stelle einfach immer wirklich auch monatlich, und da wiederhole ich mich auch gerne, einfach explizit bedanken. Das ist nicht selbstverständlich, das ist eine freiwillige Sache. Und ja, wunderbar, vielen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich bin da auch wirklich sehr dankbar. Und sag das nicht nur, bla bla, ich bin dankbar, ja, 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 sondern ich fühle diese Dankbarkeit, weil eure Unterstützung eben aus dieser Freiwilligkeit kommt. Genau wie ich meine Arbeit freiwillig gebe und sich das richtig anfühlt, da gebt ihr eure freiwillige Unterstützung für mich. Wir befinden uns quasi auf einer Ebene dieser Evolutionsstufe, dieser geistigen Evolutionsstufe. Wir geben freiwillig, ne, wohin wahrscheinlich die Masse der Menschen ja, unserer Gesellschaft erst in Jahrhunderten kommen wird. Und das fühlt sich einfach gut an. Das ist ein gemeinsames Gefühl. Ich fühle mich verbunden. Und ja, ich sag das immer wieder und das ist auch ein Punkt, der mir gerade in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, dass ich auch wirklich das vollkommen genießen kann. Diese Unterstützung, diese Spenden oder Energieausgleich, wie ihr das auch immer nennen wollt, dieses anzunehmen. Dass ich da keine Gewissensbisse habe oder mich in irgendeiner Weise unangenehm fühle. Das wäre vor 10 Jahren noch ganz anders gewesen. Mit meinem damaligen Mindset, der voller falscher Stolz und Egomanie geprägt war, hätte ich das nie tun können. So, weitere Einnahmen und etwas höher als die ersten beiden genannten. Sind zum einen die Gespräche, wo ich Menschen, die nicht öffentlich und kostenlos am Donnerstagabend zu den Live-Talks mit mir reden möchten, sondern in einer privaten Atmosphäre, ja, wo ich da mit ihnen spreche und diese mir dann auch freiwillig wieder Geld dafür geben. Die Höhe ist dann auch hier komplett in der Hand desjenigen, der die Hilfe oder die Beratung ersucht. Das ganze System soll sich immer gut anfühlen und ist eben komplett freiwillig sein. Es gibt selbst dann, wenn derjenige der Meinung ist, dass ich ihm nicht helfen konnte und er sagt, ja, dass er sich jetzt schlecht fühlen würde, wenn er mir Geld gibt, da von mir irgendwie keinen negativen oder bösen Gedanken, dann bin ich genauso wie ich auch sonst bin. Ne? Alles ist freiwillig und alles ist gut, egal wie es ist. Die beiden größten Einnahmen derzeit in meinem Projekt, das sind die Buchverkäufe und die Affiliate-Einnahmen. Mein Buch Vegane Welt mit wenig Geld, wo ich euch anhand von 30 Tagen ganz konkret aufzeige, wie man mit 140 Euro vollwertig gesund und mit Genuss vegan leben kann, ohne auf Superfoods, tropische Früchte, vegane Sushi oder Grünkohlchips und so weiter zu verzichten. Essen und Trinken inklusive der beiden Nahrungsergänzungsmittel B12 und Vitamin D für unter 140 Euro. Ich habe für jeden Tag alle essentiellen Nährwerte auf den Cent genau aufgeschrieben, die Zutaten genau bestimmt, Salz und Pfeffer habe ich sogar abgewogen, am Ende des Monats dann alles berechnet und so weiter. Einfach der ultimative Beweis, dass vegane Ernährung alle Nährstoffe deckt und dass dies sogar preiswert ist. Den Link zum Buch, was ihr entweder bei Amazon kaufen könnt oder bei Digistore, findet ihr unten in der Infobox. Dabei noch die Bitte, wer das Buch bereits gekauft hat, der kann bei Amazon ein ehrliches Feedback hinterlassen und anderen Menschen helfen, bevor sie ihre Kaufentscheidung treffen, ja, sie zu unterstützen, ob es das wert ist, das Buch zu kaufen. Und eure ehrliche Meinung, egal in welche Richtung, könnt ihr bei Amazon hinterlassen. Und da sind wir dann bei den Affiliate-Einnahmen, die etwa genauso viel Geld erwirtschaftet haben wie die Buchverkäufe. Das, also die Affiliate-Einnahmen, das sind Einnahmen, die zustande kommen, wenn ihr auf einen Link auf meiner Homepage oder unten in der Infobox, wenn ich da Produkte verlinkt habe oder sowas, die zu Amazon führen, wenn ihr dann dort bei diesem Unternehmen, vor allem halt Amazon, irgendetwas kauft. Ihr zahlt dadurch nicht mehr, wenn ihr vorher auf so einen Affiliate klickt, aber der Affiliate, in diesem Fall ich, bekomme eine Provision gutgeschrieben. Das heißt, Amazon erkennt, oh, die sind vom YouTube-Kanal vom Christian, sind die auf meine Seite gekommen. Das finde ich toll, Christian. Deswegen sagt Amazon, du bekommst eine Provision von mir. Ja, das sind meine kompletten Einnahmen und da bin ich konkret diesen Monat bei 592 Euro gelandet. Und ja, mit knapp 600 Euro schon in Sichtweite der 800 bis 900 Euro, die ein alleinstehender Mensch zum Leben braucht. Ich habe einen Sohn, deswegen wird das nicht reichen, aber es ist schon so ein eigentlich schon ganz gutes Gefühl. Auch wenn im nächsten Monat
dass ich auch erstmal wieder zurückgehen wird, da die Buchverkäufe, sag ich mal, mein erstes Buch, immer am Anfang sehr stark sind, aber dann natürlich zurückgehen, wenn sie nicht gerade permanent beworben werden. Die ersten 2 Monate sind die Buchverkäufe relativ hoch und dann geht es natürlich nach unten. Aber ja, aber auch da habe ich schon einige Menschen, ja, auch die mein Buch freiwillig beworben haben. Viele haben es auf ihrer Facebook-Seite oder auf ihren YouTube-Kanälen vorgestellt. Da danke natürlich auch vor allem an die Menschen mit sehr, sehr großer Reichweite, wie der Lars von Rohe Energie, der mein Buch in seinem Newsletter vorgestellt hat, die Ine von Hiking Dreads und natürlich auch die Silke Leopold, die mich auf Facebook verlinkt hat. Und ja, aber auch all an die Menschen, die einfach durch das Posten auf ihrem persönlichen Facebook-Kanal 1-2 Freunde erreicht haben und ja, und damit auch ein Stück dazu beigetragen haben, dass zum einen dieses unsinnige vegan ist nicht vollwertig, als auch das vegan ist teuer Argument auch weiter abbauen können. Denn das Buch, das ist der konkrete, der absolut konkrete Beweis, dass dies eben nicht so ist. Also, es wird weitergehen mit diesem Projekt logischerweise und selbst wenn dieses Projekt in dem Sinne scheitern sollte, dass ich nicht davon leben kann, so werde ich davon berichten, dass ich nicht davon leben kann. Ehrlich, offen und authentisch, so wie er mich kennt. Nur so können wir wachsen und uns gegenseitig helfen in diesem Leben. Aber derzeit bin ich zu 100% auf OneSpirit fokussiert und werde euch ja weiter, so denn ihr mich abonniert habt, auf dem Laufenden halten. Wenn ihr diese Geldeinblicke auch weiter wollt und gut findet, dann wie immer Feedback per Daumen oder per Kommentar. Ich liebe euch, das wisst ihr. Danke für eure Unterstützung und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Euer Christian. Tschüss.